Wir sind bei Aldi, denn hier gibt es heute Veggie-Bratwürste und die probiere ich für euch aus. Darum gehen wir denn mal rein. Willkommen bei der Foodschau. Ja, mein Vorspann hat das gesehen. Ich habe mir Veggie und vegane Würstchen bei Aldi gekauft. Aldi Nord hat sie heute am 7.8. im Angebot. Ja, und da sind sie. Amidori, wenn ich die Marke richtig ausspreche, aber denk mal, Amidori ist eine deutsche Firma. Was ist das Besondere dran? Es sind Bratwürstchen ohne Soja, ohne Palmfett, ohne Konservierungsstoffe. Das ist schon mal eine Ansage. Da geht einer sehr in die Richtung. Sie bestehen aus Sonnenerbsen. Das ist Erbsenprotein, was benutzt wird, aber aus Sonnenerbsen aus heimischem Anbau. Das ist also auch ein deutsches Produkt mit deutschen Lebensmitteln, also Grunden der Sachen, die genutzt wurden. Hier wurde nichts aus dem Ausland benutzt, finde ich auch schon mal cool. 66% weniger Plastik hat die Packung, auch Respekt. Unrecyceltes Material wurde auch benutzt. Also hier ist wirklich alles in einer Pappverpackung. Oben muss eine Folie drüber sein, leider. Aber da ist schon mal wenig besser, als wenn das nur in dieser Plastikschale drin liegt. Und es gibt halt gerade im Angebot heute die Veggie-Bratwurst, die aber vegan ist. Zutaten, Nährwerte könnt ihr euch gleich in Ruhe durchlesen. Dann gibt es einmal die Veggie-Bratwurst Italian-Style. Das hat man ja bei Lidl vor kurzem, das war gar nichts. Ich bin gespannt, ob das hier weitaus besser schmeckt. Und ich habe mir noch Veggie-Bratwürste mitgenommen. Die sind wirklich vegetarisch, also keine veganen Bratwürste. Die sind auf Basis von Hühnereiweiß und Weizenprotein. Und ich liebe ja Bratwursttests, das habt ihr ja schon mitbekommen. Ich teste sehr viele Bratwürste hier, gefühlt. Also gefühlt mache ich irgendwie ständig Bratwursttests. Es ist halt lecker auf Bratwurst. Und man sucht dann immer eine gute Alternative. Ich hatte ja vor kurzem eine getestet von einer anderen Marke, die habt ihr gesehen, da hat dieses, glaube ich, sogar eine 5 gegeben. Da würde ich sogar nachträglich mich leicht korrigieren, für mich persönlich, von der Bewertung, weil die ist mir echt auf den Magen geschlagen. Liegt aber nicht daran, dass das Produkt schlecht ist, das liegt wirklich an Soja. Ich merke immer mehr, Sojaprodukte vertrage ich nicht so gut, die gehen mir wirklich so ein bisschen im Magen. Da habe ich auch ein, zwei Tage dann wirklich so ein bisschen Magenprobleme von, wenn die zu viel Soja haben. Erbse vertrage ich weitaus besser, Weizen und Hühnereiweiß und solche Geschichten vertrage ich am besten. Dann ist es aber natürlich nicht mehr vegan, sondern nur noch Veggie. Oder wenn es Erbse ist, wie jetzt hier, dann kriegst du es noch vegan. Wir gucken mal, was kostet der Spaß? Einzelne Packung mit 4 Würstchen kostet 2,70 Euro. Finde ich völlig okay, ist ein angemessener Preis. 4 Würstchen, wie viel sind hier drin? 240 Gramm. Völlig okay vom Preis, finde ich, für 2,70 Euro. Und die hier, die kleinen, die kosten nur 1,73 Euro. Finde ich auch völlig okay. Jetzt mit der Mehrwertsteuersenkung, darum so ein leicht krummer Preis. Aber finde ich völlig okay. Ich hau die jetzt alle auf den Grill. Ihr guckt euch vorher die Zutaten und Nährwerte an, um die Dinger roh aussehen, weil das mache ich wie immer für euch. Und der Grill draußen läuft schon. Die Sonne ist noch nicht rumgezogen, darum kann ich noch im Schatten grillen. Darum beeilen wir uns, denn heute ist knapp 36 Grad. Also, ich beeile mich. Bis gleich. Und hier haben wir sie im Rohzustand. Und das ist okay. Also, optisch. Das ist jetzt die vegetarische. Ihr merkt man, die ist fester. Also, da würde einer sagen, hey, das fühlt sich an wie eine Bratwurst. Riecht aber nicht wie eine Bratwurst. Das ist jetzt die normale. Die ist ein bisschen weicher. Riecht gar nicht schlecht, muss man sagen. Hat einen angenehmen Geruch. Und das ist der Italian Style. Die riecht sehr, sehr interessant. Man hat so, riecht so richtig schön die italienischen Gewürze. Das ist jetzt also die Veggie-Bratwurst Italian Style. Drückt bitte Pause, wenn ihr das länger lesen möchtet. Hier habt ihr die normale Version. Drückt bitte hier auch ebenfalls Pause. Und hier haben wir die Version, die einfach Veggie ist. Auch bitte Pause drücken. Und dann haue ich sie jetzt mal auf den Grill. Und ich bin gespannt, wie sie gleich fertig aussehen. Hier sind sie fertig. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche ist. Das könnte also die Veggie sein mit Kräutern oder die. Ich tippe mal eher, das wird die Italien sein, weil mehr Kräuter drin sind. Ja, von außen sind die eigentlich ganz gut geworden, muss ich sagen. Das hier ist die mit so aus Weizen. Die liegt jetzt schon ein paar Sekunden länger, muss ich sagen, weil die ist früher fertig geworden, weil die ist mir auch sehr schnell dunkel geworden. Ja, also optisch sehen sie trotzdem alle gut aus für eine Bratwurst. Die Pelle lässt sich auch gut schneiden. Ich hoffe, sie ist nicht zäh. Und jetzt kommt das Wichtigste. Wir verkosten alle drei und schauen mal, wie sie denn schmecken. Live schmecken, wollte ich eigentlich sagen. Aber ihr wisst, was ich meine. Und wir sind zurück vom heißen Grill und von der Hitze, die mir langsam auf den Kopf geknallt ist. Also wir haben jetzt fast 12 Uhr, jetzt ist auch vorbei mit draußen grillen. Ja, hier sind sie.
Sieht jetzt nach mehr aus. Ich habe es natürlich aufgeschnitten, habt ihr ja gerade gesehen. Die mit Weizen hat ein bisschen gelitten auf dem Grill. Der ist das nicht so gut bekommen. Ich denke mal, die kann man besser in der Pfanne braten. Die anderen beiden sind auf dem Grill gut geworden. Die eine ein bisschen dunkler sogar als die andere. Ich kann euch aber gar nicht mehr sagen, welche ist. Ich tippe jetzt einfach mal, das wird die Italian sein, weil da mehr Kräuter drin sind. Ja, die riecht auch anders. Die hat einen leicht, also diesen, ja, diesen italienischen Geruch. Ich komme gerade nicht drauf. Nicht Provence. Provence ist eine andere Ecke, aber ich weiß, welchen Geruch ich meine. Wir fangen erstmal mit der vegetarischen Version an, da die auch früher vom Grill musste. Ich bin also mal gespannt. Konsistenz, ja. Geruchlich auch okay. Pelle ist gut, nicht zu gummiartig und nicht zu bröselig, obwohl die so dunkel geworden ist. Die ist gut. Die kannst du wunderbar snacken, hat keinen fiesen Beigeschmack, das ist einfach dieses, da merkst du, dass es Eiweiß und Weizen ist. Du kommst einfach viel näher an das tierische, an diesen tierischen Geschmack dran. Also das ist das, was viele ja also lieben und möchten auch, wenn sie ein Veggie-Produkt essen, dass es nicht irgendwie großartig komplett anders schmeckt. Es soll ja so ein bisschen das Herzhafte bieten, was man vom Fleisch sonst hat. Und das geht bei Veggie-Produkten immer noch besser als bei vegan. Die finde ich gut. Also die Veggie-Version hätte ich nicht gedacht. Und ist also lang wirklich auch eine Bratwurst, die weitaus besser bewerte. Auch die Zutaten finde ich völlig okay. Hier ist kein Scheiß drin. Also ist ja wirklich nur Weizenprotein drin, Hühnereiweiß, Öl, Weizenmehl, Senf, Kräuter, Aromen und halt Verdickungsmittel. Und das ist aus Algen. Okay, Satan ist noch drin, aber das ist mein Motto mit drin. Und die Eier sind aus Freilandhaltung. Also die sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die würde ich mir wieder kaufen. Nicht perfekt für den Grill geeignet, gehen aber auf den Grill. Kriegen von mir aber 4,5 von 5. Weil sie noch nicht ganz perfekt sind. Also das ist noch irgendwas, was mich ganz leicht stört. Gerade das mit der, dass das so auch so schnell anbrennt. Aber 4,5 von 5 für die Veggie mein Veggie-Tag heute vegetarische Bratwürstchen. So rum hieß es. Davon gibt es auch Wiener Würstchen, die habe ich auch gekauft. Da kann ich euch in die Kommentare gerne schreiben, wie die geschmeckt haben. Ich wollte nicht noch eine Packung aufreißen und noch eine Packung aufreißen und noch eine Packung aufreißen. Das ist dann ein bisschen viel bei so einem Bratwursttest. Und ich muss das ja auch alles irgendwann mal essen. Ja. Jetzt probieren wir mal die normale Bratwurst. Mal gucken, was die kann. Das müsste die normale sein. Knackige Pelle. Die hat irgendeinen Beigeschmack. Also die Pelle ist gut, aber du isst auch was, das ist Barney auch da. Was sagst du? Du isst das eh, ne? Natürlich, einfach rein in den Hund. Die finde ich, die hat irgendwas Süßliches im Beigeschmack. Die finde ich nicht ganz optimal, die will ich mir glaube ich nicht wiederholen. Das war die, wo ist die? Die ist es. Das ist diese hier, mit einer Soße und wie es hier draufsteht, mit ein bisschen Senf dazu und Krautsalat, denke ich mal, da passt es dann besser. So pur ist er nicht ganz mein Fall. Ich sage, dieser leichte Beigeschmack, der ist so ein leicht süßlicher Beigeschmack, den ich nicht infizieren kann, den ich auch nicht von Erbsen und so kenne. Kriegt punktemäßig eine 3 von 5. 3 von 5 ist noch okay, aber wie kann man machen, wie gesagt, ist jetzt nicht der Oberknaller, da war die vorher weitaus besser. Und jetzt probieren wir mal die Italian Style. Viel besser. Die Kräuter da drin überdecken dieses leicht süßliche, was bei den anderen da ist. Also du hast jetzt hier einen schönen Kräutergeschmack mit bei, sonst ganz genau gleich. Konsistenz ist gut, das war bei den anderen auch gut. Die Konsistenz. Aber die Italian Style schmeckt auf jeden Fall viel, viel besser. Die würde ich mir eher wiederholen. Du kriegst dich ja gleich auch noch was Neues. Das wäre also die Italian Style Version, wie gesagt, auch sehr, sehr lecker. Weitaus besser als die andere Version durch die Kräuter. Nicht so gut, muss man sagen, wie die Veggie-Version, also die vegane Version, kriegt von mir aber 4 von 5 Punkten. Also die ist wirklich gut, die ist besser, würde ich mir wiederholen, weitaus besser als das von Lidl. Das von Lidl war eine Katastrophe im Verhältnis. Aber die Veggie-Variante, also die Veggie-Bratwurst Italian-Style, die lege ich euch ans Herz. Die andere müsst ihr euch mal durchprobieren.
Mit der Konsistenz ist gut, mit was dazu, Soße und Co. Dann ist halt der Salat dazu, das schmeckt da sicher richtig lecker. Für mich bleibt der Favorit die Veggie. Ja, das ist für mich mein Favorit. Sehr, sehr lecker. Ja, ab sofort bei Aldi, ihr habt es gesehen. Ich schweiße den Rest jetzt erstmal ein. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sie probiert habt, wie sie euch gefallen, ob ihr sie probieren würdet. Wir sehen uns in eines der nächsten Videos wieder. Darum sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bob.